auch ich als schwarzes Schaf, hat er gesagt zu mir heute in der Kirche, wenn ich da war, darf wenige Worte sagen. Hochwürdiger Herr Pfarrer, lieber Pater Augustinus, es war ein schöner Vormittag vor circa einem Jahr am Tennisplatz in Haderswörth. Wir zwei waren Partner und du hast für uns beide das Tennisspiel gewonnen. Gewonnen, lieber Pater Augustinus, hast du nicht nur an diesem Vormittag. Ja, du hast die Herzen der Menschen in Manzenkirchen gewonnen, obwohl du es natürlich auch hier nicht immer leicht hattest. Geschenk von der Gemeinde kann ich gleich mit drei Geschenken aufwarten. Und zwar das erste Geschenk ist eben, dass du uns in Erinnerung behältst, ein Fotobuch mit 250 Fotos hier in diesem Buch, wo ich beim Devamer Jatzl und bei der Steiner Hans-Jörg Danke sagen, die das alles gemacht haben. Die Antworte, die wurde kreiert, extra für dich, von der Elisabeth Windbicher, die ist die Tortenköchin. Dann haben wir noch was mit Pater Augustinus, den Stein aus der Leiter von der Schwab. Den geben wir dir mit nach Nigeria. Wir könnten uns von euch ein Beispiel nehmen. Eure Gelassenheit, Beherrschung, Stress, Armut, so will ich es nennen. Und Strategen erfasst deshalb der Neid, denn Gott gab dem Europäer die Uhr, aber dem Afrikaner die Zeit. Der liebe Gott lässt auch Vergesslichkeit über uns kommen. Da ist Pater Augustinus nicht ausgenommen. Seien es Termine, die Osterkerze oder das Messbuch. Erleichtert stellen wir darum fest, dass auch charismatische Gottesmänner manchmal der Heilige Geist verlässt. Von allen Seiten und legt seine Hand um dich. Gott umgibt dich von allen Seiten und legt seine Hand um dich. Und legt seine Hand auf dich. Entstanden ist, weiter bleibt, weiter sich entwickelt. Ich bin mir sicher, wie ich gesagt habe, der Heilige Geist wohnt hier und wird weiter hier bleiben. Und was ich nicht richtig gemacht habe, wird der Heilige Geist sicherlich auch richtig machen. Und ich möchte auch sagen, natürlich, in 2,5 Jahren habe ich vielleicht unbewusst Menschen verlässt. Ich bedauere das und es tut mir leid und ich bitte auch um Vergebung und wünsche Ihnen allen Gottes Segen und Dankeschön.